Und los geht's mit den Schwungbezügen. Willkommen zu einem neuen Video bei Trabant TV. Und zwar heute, die Schwungbezüge sind da. Wir versuchen heute mal die neuen Bezüge. Hier sind sie. Auf den alten Sitz rauf zu machen. Wir haben leider feststellen müssen, dass das gar nicht so ist wie im Originalen. Und zwar haben die nämlich wie normale Schonbezüge, das mit Gummizüge zu befestigen. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen aufwendiger die Arbeit, aber wir versuchen das mal hinzubekommen. Dann noch anders, in der Bestellung sahen die Dinger viel heller aus. Aber weil der nun der Projekt 75 ja nur noch dunkel, also so ein Grau hat wie das hier oben, würde ich mal sagen, passt das eigentlich ganz gut. Ja. Und helle Sitze finde ich sowieso immer, gerade wenn man einen Hund hat. Da klickt, dann sieht man das eher. Aber wir werden jetzt erstmal versuchen, und da könnt ihr gerne zugucken, wie wir den ersten Sitz hier mal beziehen. Und ich denke mal, übernimmt wieder unser Schrauber, der Elja. Gut, dann viel Spaß beim Video. Und los geht's mit den Schwungbezügen. Jetzt ist der erste Sitz erstmal bezogen, dann machen wir jetzt die Sitzbank noch und den anderen Sitz und dann könnt ihr mal das Resultat sehen. Also bis gleich. So, Arbeit ist vollendet, die Sitze sind bezogen, werden wir euch jetzt zeigen und wir würden uns ja nochmal freuen, wenn ihr mal einen Kommentar da lassen würdet, ob uns das soweit gut gelungen ist. Und ob sich die Arbeit und auch das Geld gelohnt hat. Gelohnt hat zu investieren. Ja? Gut, dann guckt euch das mal an. Wie findest du das denn? Ja. Also ich muss selber sagen, meine Meinung ist, es ist gut gelungen, aber für den Preis einfach mal. Vom Material her nicht so gut. Aber wir mussten ja die Sitze nochmal wechseln, weil die alten ja total fertig waren. Und schaut euch das an und lasst gerne einen Kommentar da. Ja? Ja, da unten, genau. Sagt da oben, abonnieren. Ja, und der uns, ja, wir sind doch noch gar nicht am Ende, was willst du denn jetzt? Ja. Oder machen wir heute noch was? Nee. Gut, okay, dann schaut euch es an. Achso, nee, doch. Gut, können wir, schaut euch erstmal an. Oder wie den Trabant in der Lackierung. Gleich geht's weiter. Das sind jetzt die neuen Sitze für Projekt 75. Ja, gut. Wie gesagt, hundertprozentige Qualität konnten wir nicht. Können wir ja auch sowieso nicht. Aber es war auch wirklich schwer mit diesen, ich sag einfach mal, Schonbezüge sind das eigentlich nur. Eigentlich, ja. Ja. Und gut. Eine andere Lösung hatten wir nicht. Wir mussten das ja nochmal so machen. Aber wie gesagt, vielleicht sitzt sich das alles noch so ein bisschen ein, wenn das nachher eingebaut ist. Aber wie gesagt, lasst gerne einen Kommentar da. Und jetzt noch eine Information zum Projekt 75 der Lackierung. Der soll wohl nächste Woche wieder zu uns kommen, hierher. Ich hoffe es.
Hat das kannst nicht mehr erwarten, ich bin so gespannt. Ja, aber so wie es aussieht, planmäßig ist nächste Woche. Ende nächste Woche soll er wohl hier sein. Wenn es dann soweit ist, machen wir ein neues Video mit Projekt 75, wenn er dann wieder hier ist und dann seine Originale oder die Farbe hat, die er dann noch haben soll. Alaska Grau. So, danke für das Video. Zuschauen. Lasst gerne wieder einen Daumen nach oben da oder auch gerne nach unten. Das ist eigentlich so, wie ihr wollt. Und die uns gerne abonnieren würden, ist kostenlos. Und bis zum nächsten Mal, euer Trabant-Team, René und ja, der Schauer. Ciao.